So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neue Tagesaufgabe. Jetzt kommen wir zur Tagesaufgabe, nämlich besuche verschiedene benannte Orte, nämlich 10 verschiedene. Also generell 10 Stück, sagen wir mal jetzt. So, dafür gehen wir definitiv in Gruppenkeile rein, weil da wird es definitiv am einfachsten sein. Dann kurz in eigener Sache, ihr seht unten, die nächste Zahl ist da, wir haben die 460 Abonnenten erreicht. Gruß gehen da schon mal an alle Neuen raus. Und falls du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt ein Abo da lassen, weil wie gesagt, du wirst es nicht bereuen. Ich lade alle Aufgaben für dich hoch, den Shop hoch. Also ihr könnt eigentlich nichts falsch machen und es kostet euch halt nichts. Und gleichzeitig wird unten der Code weiter veröffentlicht. Denn ihr seht ja, es werden doch immer mehr Zahlen, weil mehr Abonnenten. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Gewinnspiel genau abläuft, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich auch genau erkläre, wie das mit dem Code funktioniert. So, ihr seht ja, Ladebildschirmzeit, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du immer ja noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt bitte dein Abo raus. Wie gesagt, jeder Abonnent kann gewinnen, zu jeder Zeit. Immer, einfach immer wieder den Code ausprobieren. So, wir landen. Am besten. Das ist ziemlich gut. Wir landen aber, weil wir ja benannte Orte suchen müssen, landen wir hier, um uns das Hoverboard zu holen. So, wenn wir das dann haben, ich hoffe, es klaut uns keiner, können wir eigentlich direkt 1, 2, 3, 4, 5 Orte schon mal direkt. Dann gehen wir rüber, es sind 6, 7 und dann müssen wir einfach mal gucken, wo wir genau hinkommen. Also so ist jetzt erstmal der Grundplan. Also ihr müsst halt 10 Orte besuchen. Und 10 Orte bedeutet, jedes Mal, wo irgendwo ein Name steht, da müsst ihr dann hin. So, jetzt hoffe ich, dass keiner schneller ist als ich. Jetzt ist hier kein Hoverboard. Nein! Doch. Zack. So, dann gehen wir mal auf Reisen. Da haben wir schon mal Ort Nummer 1 besucht. So, dann gehen wir direkt rüber zu dem Block. Wie gesagt, klar, ihr habt nicht immer genau so die Route, aber guckt halt, wo ihr ein Hoverboard findet. So haben wir Ort schon mal Nummer 2. Das könnte sogar in einer Runde machbar sein. Also ich versuche es jedenfalls. Ja. Aber nicht, wenn wir gegen den Baum fahren. So. Zählt das nicht als Ort? Ah, doch. So, direkt hier durchdüsen. Bis jetzt sieht der Plan ganz gut aus. So, da haben wir schon Ort Nummer 4. Haben wir nämlich hier direkt komplett durch. Haben wir Ort Nummer 5. So, dann würde ich sagen, gehen wir zu Snobby rüber. Bam, 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 bam. Auf ganz entspannt. Und wie gesagt, nochmal danke an alle neuen Abonnenten. Es ist halt wirklich so, wenn keine Aufgaben zurzeit kommen, merke ich halt wirklich, die Abonnenten nehmen nicht richtig zu. Aber sobald neue Aufgaben da sind, freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnent, weil logischerweise zeigt das mir dann doch irgendwo, dass das interessant ist für andere. So. So, dann haben wir hier den Ort. Komm, zähl doch mal. Na, hat er nicht gezählt? Ja, da sind wir schon bei 6 Orten. So, dann düsen wir noch schnell zu Crazy rüber. Ich weiß, wir werden gleich auch in die Zone kommen, aber das kann uns erstmal egal sein. Weil wir spawnen ja dann eh nochmal neu. Weil mitten einer Runde, es könnte eng werden, aber wir werden es natürlich auf jeden Fall versuchen.
Da bleibe ich auch nur am Rand. Hauptsache, wir sind einmal da gewesen. So, direkt wieder raus hier. Nein, ich will. Genau das wollte ich vermeiden. So, da sind wir schon bei 7 Orten. Ja, Polarpi können wir nicht hochkommen. Holen wir uns noch Shifty mit. So, das Schiff, die haben wir auch. Jetzt sind wir schon bei 8. Würde ich sagen, holen wir uns noch Salty mit. Jetzt hoffe ich nicht, dass hier irgendeiner er versucht. Schon mir fällt den Fields noch mit und dann Salty, dann müssten wir es eigentlich haben. Wir haben 8, ja. Na klar, wir sind jetzt hier beim Gegner drüben. Ich kann jetzt nur hoffen, dass uns nicht irgendein Dulli dann abknallt. So, ich versuche direkt die Rampe damit zu holen. So, 9 Orte haben wir jetzt. Hier noch durchgrinden. So, 10 Orte. 10 Orte in einer Runde besucht. Also, es ist machbar. So, ich gebe euch aber jetzt trotzdem noch mal eine kurze Anleitung, damit ihr das natürlich auch ohne Probleme hinkriegt. So, wie gesagt, alle Orte wie das Depot, Salty, Shifty, Polarpi, Creasy, Snobby, Pleasant Park, Haunted Hills, Star, bla bla bla, Junk Jackson, dann The Block, Pleasure Plant, Longley, sind halt alles Orte mit Namen. Und da müsst ihr halt einfach nur einmal durchrasen, so wie ich es gemacht habe, fertig. Jetzt habe ich natürlich hier nichts gelootet an Waffen. Zack. So, wir gehen aber direkt mal raus hier, gucken direkt, was es dafür nochmal gab, weil ich vergesse immer zu gucken, wenn ich die Tagesaufgaben mache, was gab es eigentlich als Belohnung. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit, wenn du jetzt immer noch nicht abonniert hast, obwohl ich dir geholfen habe. Und du bestimmt schon öfters geholfen hast, dann lass jetzt bitte dein Abo da. So. Ah, 2000 DP gab's. Also, ich hoffe, ihr bekommt's auch so schnell hin wie ich. Ist natürlich ein bisschen Glück gewesen. Guckt, wo die Hoverboards sind, rast durch die Gegend, schnappt die 10 Orte und dann habt ihr das auch geschafft. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.